Hallo zu einem weiteren Video von mir. Ja, von wem denn sonst? Ja, die Frage, was hat das alles mit mir zu tun? Was hat das, was auf der Welt geschieht, mit mir zu tun? Ja, das ist ja in, was weiß ich, Afrika, das hat mit mir ja nichts zu tun. Das machen andere, das hat mit mir nichts zu tun. Es hat aber alles mit jedem zu tun. Alles, was auf dieser Welt geschieht, hat irgendwo direkt oder indirekt oder über Umwege immer mit mir zu tun. Die Welt sind wir. Jeder Einzelne, ihn dann im Verbund natürlich, wir sind die Welt. Und das, was mit der Welt geschieht, mit anderen Menschen, mit Tieren, Lebewesen, Pflanzen, das hat immer mit mir zu tun. Und so mit dem Umkehrschluss, alles, was ich tue, geschieht dann irgendwo auch auf dieser Welt. Alles hat eine Resonanz auf mich, auf andere Wesen, auf die Natur, die Welt, das Universum. Und der Mensch mit seinem Ego denkt, er hat damit nichts zu tun. Natürlich haben wir damit was zu tun. Auf der anderen Seite natürlich, wenn wir etwas Gutes tun, können wir auf der Welt auch etwas Gutes bewirken. Vielleicht erst bei sich selber, dann beim Nachbarn und so weiter und so fort. Und darum geht es, dass man sich wieder verbunden fühlt und nicht trennt und isoliert. Natürlich ist jeder Mensch ein Individuum und einzeln, separat, muss für sich sorgen, sich um sich kümmern. Aber allein wenn wir das schon machen, hat es Auswirkungen auf andere Aspekte der Welt, auf andere Wesen. Und darum geht es. Nicht die Augen verschließen vor seinen Themen, weglaufen, sagen, es hat mit mir nichts zu tun oder na, ich kann es nicht ändern, ich habe dies, ich kann das nicht, ich habe noch anderes zu tun. Ja, wenn man immer anderes zu tun hat, statt etwas Gutes zu tun, sich selbst zu hegen und zu pflegen, weil wir sind die Welt. Jeder Einzelne hat eine eigene Welt, innen drin, außen drin. Ist ja dasselbe. Und wenn man sich um die Welt kümmern möchte, ist das Wichtigste immer erstmal bei sich anfangen. Und auch zu erkennen, dass eben alles mit einem Selbst zu tun hat. Und darum geht es. Niemand anderer ist Herr meines Lebens, meines Wesens, sondern ja, das Göttliche, könnte man sagen. Und der andere, der etwas damit bewirken, bewegen kann, das bin ich selber. Oder ja, das Ich, stellen wir mal hinten an, da die Seele möchte sich ja verändern in dieser Welt und mit dieser Welt im Einklang sein. Doch wenn man mit dem Ganzen nie etwas zu tun hat, was in Afrika im Busch passiert, wenn die Wälder abholzen, dann hat das natürlich was mit mir zu tun. Und wenn ich denke, das hat nichts damit zu tun, wird sich dort auch nichts verändern. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das Wichtige ist eben, dass man bei sich beginnt, sich hegt und pflegt. Und dann kann man auch andere Menschen mit motivieren, bewegen, anregen. Anders funktioniert es gar nicht. Wenn man allerdings, wie in der heutigen Zeit, nur mitspielt, dann ändert sich nichts. Und wenn man mitspielt, weil man Angst hat, verändert sich nichts. Sagt man, ja, die anderen, das sind zu viele. Gar nicht. Man fängt klein an, wie in dem Video mit den Seesternen. Wenn ich das Kleine nicht schätze, das Kleine sind vielleicht die kleinen guten Taten, guten Dinge, die man vielleicht für sich tut. Oder ja,
mal vor der Haustür fegt, auch wenn es nicht die Aufgabe ist bei der Hausordnung. Und darum geht es, kleine Dinge, gute Dinge tun für das Leben, für das Universum, nicht für sich immer. Warum machst du Yoga? Warum machst du Reiki? Warum machst du Qigong? Ja, damit ich gesund werde, damit ich besser bin, damit ich besser arbeiten kann, damit ich zur Ruhe komme. Das ist alles egoistisch und kann natürlich auch dann negative Auswirkungen haben, indem man sich wieder abspaltet. Das tue ich für mich. Wenn man sich im Verbund mit dem Universum sieht, alle Taten, die man tut, tut man im Endeffekt für das Göttliche und das Göttliche ist die Welt. Oder wir tun es für die Welt und die Welt ist göttlich. Wie auch immer, es kommt immer dasselbe raus. Man sollte gute Dinge tun, weil sie getan werden, ja, müssen. Das Schlechte wird sowieso gemacht, wenn man unbewusst Dinge tut, die nicht gut sind oder bewusst auch. Aber die guten Dinge soll man pflegen. Das Positive, das ist wichtig. Und wenn man das Positive pflegt, ist das Negative erstmal auch noch da. Aber es löst sich dann irgendwann auf. Wenn man sich nur mit den Dingen beschäftigt, ah, ich habe dies, ich bin krank, ich habe kein Geld, ich habe dies nicht, ich habe jenes nicht. In Deutschland ist das sowieso vollkommen fehl am Platz, Luxusprobleme. Dann, ja, Resonanzgesetz, kriegt man auch das, was man nicht hat, nämlich noch weniger. Das wird noch mehr weggenommen. Wenn man mit den kleinen Dingen zufrieden ist, kleine gute Taten macht, vielleicht mal eine, ja, ein Käfer rettet oder so, dann ist es schon so was Gutes, was sich auf die Welt auswirkt und was einen selber auch transformiert. Ich sage, naja, ich hebe mal den Käfer auf. Müsste ich eigentlich vielleicht gar nicht, weil es sterben eh 50 Millionen Käfer am Tag durch Autos, durch sonstige Dinge. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht wie bei den Seesternen, dass das Mädchen einfach das Gute tut. Wie viel, was es für eine Auswirkung hat, das denkt ja nur das Ego. Ah, ich habe ja nur einen gerettet. Ach, ich habe heute nur 10 Minuten Yoga geübt oder Asanas geübt. Ja, völligst egal. Man hat manchmal nicht viel Zeit oder Muße, warum auch immer, sondern kleine Dinge, die einfach getan werden sollten. Weil die Welt braucht Licht und Energie. Und wenn man anfängt, was Gutes zu tun, egal wie groß das ist, verändert sich schon die Welt. Ja, lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.